so Schnabeltier, Frosch, Fliege, Sprengturm. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Also wenn wir jetzt hier durchgehen, kommen wir als Fliege da raus. Jetzt sind wir hier beim Frosch drin. Letzter Frosch weg. Transporter. Wenn wir jetzt Schnabeltier. Das bringt uns auch nicht weiter. Tja, Rufus. Schnabeltier wieder hier. Fliege hier raus. Fliege da rein, wo das Schnabeltier ist. Ist der Frosch da noch dort? Schnabeltier ist weg. Jetzt könnten wir theoretisch hier uns mal bewegen. Jetzt könnten wir da rein. Ach, ich habe die Datasette. Ich habe die Fernbedienung. Hieß nicht gerade, dass wir die Fernbedienung nicht mehr mit dabei haben. Ja. Schnabeltier. Go, go! Mufus Kumia! Also, sonst klappt das immer. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt hier drin verschwinden, ist nur noch die Fliege hier. Wenn wir das jetzt leer machen, dann... Hilfe. Ja. Luftgitarre. Ich habe keinen Plan mehr. Das ist der Frosch. Vielleicht können wir... Tja, okay, der Frosch will uns nicht fressen. Zurück hier. Das ist die Fliege in dem einen Container drin. Wird es hier durchgehen? Sind jetzt alle zwei hier. Transporter mit dem Frosch benutzen. Frosch Rufus. Ja, nice. Jetzt haben wir die Fliege gefressen. Und jetzt? Ja. Wir haben die Fliege gefressen. Was hilft uns das jetzt weiter? Hier einmal. Wir sind alle leer, oder? Wenn wir jetzt hier lang gehen. Oh, jetzt sind wir hier oben. Ich komme mit Leiter hoch. Da sind sie ja endlich. Ich war drauf und dran, ohne sie abzureißen. Sie wissen doch, was man über den Organon sagt. Dass er beim Versuch entstand, menschliche DNA mit Sojamehl zu kreuzen. Dass wir unsere Fahrpläne immer einhalten. Ah,
den Humor durchgekommen von der Mutter. Wir wären sicher eher hier gewesen, wenn nicht der halbe Turm aufgrund irgendwelcher Kampfhandlungen gesperrt wäre. Kommt es häufiger vor, dass bewaffnetes Gesindel in ihren Anlagen herumsteigt? Dieser lächerliche Bauernaufstand ist nicht ihre Angelegenheit. Trotzdem ist es doch seltsam, dass die Deponianer gerade jetzt aufbegehren. Wissen Sie etwas darüber? Es ist Rufus. Er versucht, mich aufzuhalten. Rufus? Er ist ganz schön hartnäckig. Er ist ein Idiot. Du unterschätzt ihn. Genau, Baby. Sag's ihm. Er ist nur halb so dumm, wie er aussieht. Nimm's mal zwei, dann stimmt's. Er weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, aufzugeben. Apropos richtiger Zeitpunkt. Wären die Herrschaften dann soweit? Einen Moment noch. Ich habe meine Tasche drinnen liegen lassen. Sehen Sie zu, Mann. Sobald die Maschinen warm gelaufen sind, legen wir ab. Mit oder ohne Tasche. Oh, oh. Wir müssen sie aufhalten. Ich darf nicht ohne uns entkommen. Goal. Insgeheim steht sie immer noch auf mich. Das würde ich doch auch denken. Bombenkreuzer. Argus will jeden Moment aufbrechen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Bombenkreuzer, Goal. Was können wir dann hier noch machen? Bombenkontrollraum. Was? Cletus, was macht er denn da? Bombenkontrollen. Cha-cha-cha. Er hat seinen Koffer vergessen. Ich fummle an den Bombenkontrollen. Na, das sieht bestimmt mal so aus. Es sieht nicht nur so aus. Ich fummle tatsächlich an den Bo, an den Bi, an den Ba, an den Bo. An den Bombenkontrollen. Hoppla. Dieser Stritt hier dieser Bi, dieser Ba, dieser Bu, Rufus. Passt zum Spiel. Yeah, aber halt. Dieser Verräter. Fummelt er doch tatsächlich an den Bombenkontrollen. Ich muss ihn aufhalten. Donner. Ist jetzt bestimmt das Beste, direkt dort hoch hinzugehen. Und uns direkt vor seine Schnauze Goal? Zu stellen. Donner? Irgendwer? Offenbar ist niemand zu Hause. Kein Wunder. Das Implantat ist ja auch leer. Cletus hat sie hier einfach so liegen lassen. Es ist ja. Hey, da ist Donners Fernbedienung. Und die beiden übrigen Datasetten. Sehr gut. Ich lege schon mal eine ein. Goals Fernbedienung fehlt leider. Sie muss ja bei sich haben. Die haben wir ja hier. Aus irgendeinem Grund. Die sollte man nicht dabei haben, aber. Gut. Oh, hey! Psst, nicht so laut. Hey! Wir haben ein Problem. Naja, also zwei. Einhalb. Eigentlich drei. Ich habe lange nicht mehr nachgezählt. Was ist denn los? Siehst du diesen Cletus da hinten? Nur verschwommen. Irgendwas ist mit meinen Augen. Huch, oh, guck mal, Rufus. Ach, das Baby-Goal oder was? Ich weiß. Er füttert ihn an die Haie. Interessant. Sehr schön. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Klar, leg los. Cletus ist drauf und dran, mit Lady Goal nach Elysium zu verschwinden. Und jetzt fummelt er auch noch an den Bombenkontrollen. Ich glaube, er will die deponianische Bevölkerung ausrotten. Dann gäbe es nämlich keinen Grund mehr, Deponia zu verschonen. Boah. Fies. Ich kann es kaum glauben. Wir müssen Lady Goal davon erzählen. Könnte schwierig werden, sie zu überzeugen. Probieren geht über Sinieren. Das habe ich von dir gelernt. Das ging echt anders, das Sprichwort, aber... Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann wie ich, dann... Vielleicht sollte ich ihr besser nachgehen. Nur zur Sicherheit. Ja. Darum ist Cletus der Gute und Rufus eben nur... Na, Ladies? Rufus, was tust du hier? Ich weiß, du hast mich vermisst. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Versöhnungs-Yam-Yam. Wofür? Hat dir Baby Gold schon alles erklärt? Ich wollte... Aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen. Lady Goal hat mir gerade erklärt, warum man dir nicht trauen kann. Was? Aber du solltest doch Lady Goal umstimmen, nicht umgekehrt. Ach ja. Und wusste, dass das nichts wird. Ich würde ja sagen, lass dir etwas Besseres einfallen. Aber am Ende verstehst du das noch als Aufforderung. Tu ich auch. Nicht die naive Lady Goal. Lady Goal ist kurz davor, ihren Irrtum einzusehen. Ich habe meinen Irrtum eingesehen. Du bist der Irrtum. Und auch Baby Goal ist nicht ganz so naiv, wie du glaubst. Ja, ja. Aber, Nanu, schon ist das etwa ein lustiger Schmetterling da drinnen? Ein Schmetterling? Hui! Wir sind wirklich alle mittelrecht, oder? Ja,
This is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Vielleicht ist das der richtige Weg für Krawalgo. Meiner ist es nicht. Hör mir doch erstmal zu. Warum sollte ich? Du hörst mir ja auch nicht zu. Ich gehe mit Cletus. Sei froh, dass ich dir nicht den Organon auf den Hals hetze. Ich gebe dir 3 Sekunden, um von hier zu verschwinden. Sieh es als Abschiedsgeschenk. Aber Goal... Eins, zwei... Cletus nützt dich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden Kadaver hinabschaust, wirst du einiges von dem, was du gesagt hast, sehr bereuen. So! So, und nun? Nun sollten wir es vielleicht mal mit... der anderen versuchen. Oh. Langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten Implantat. Alles okay? Geht schon. Gibt's eine Zusammenfassung? Wir sind in Argos Bombenkontrollturm. Ich glaube, Cletus hat vor, die Sprengung auszulösen. Die wird's vielleicht überzeugen können. Und wo ist Donnergoal? Um genau zu sein, bist du jetzt Donnergoal. Lady Goal hat deinen Körper und steht draußen auf dem Balkon. Sie glaubt immer noch, Cletus ginge klar. Vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden. Auf sich selbst hört sie vielleicht. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Zum Glück weiß ich genau, wie man mit widerspenstigen Frauen redet. Das habe ich von dir gelernt. Nice. Na komm. Tja, sie hatte einen brillanten Lehrer. Wenn sie nur halb so gut mit Menschen umgehen kann. Na komm, Rufus, geh schon. Dann. Ach, geh schon. Nur zur Sicherheit. Merkst du gar nicht, wie wenig Sinn das ergibt? Ich hab's doch gesehen, verdammt! Hör bitte auf zu fluchen. Ich hasse es, wenn du das tust. Durch den Gebrauch von Fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen. Und durch den Gebrauch von Ohrfeigen? Typisch. Wenn dir die Argumente ausgehen, greifst du zur Gewalt. Dem Analphabetentum der Seele. Ich kann dir ja mal zeigen, wie ich Kopfnuss buchstabiere. Zufällig mit T wie Trittleiter? Ladies! Sowas kann man doch auch friedlich klären. Bei einer fairen Partie Schlammwrestling. Rufus! Ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst. Wir sind wirklich alle mittelrecht, ja, oder? Ja, bitte. Tja, this is my way. Dein Weg führt nur von einer Katastrophe in die nächste. Das kommt mir bekannt vor. Ist das der richtige Weg für Krawalgo? Meiner ist es nicht. Ist schon okay, Rufus. Das ist eine Sache zwischen mir und... mir. Kümmere dich lieber um Cletus. Er ist im Moment das größere Problem. Okay. Ach ja, da war ja was. So, wo war ich stehen geblieben? Dem Geruch nach zu urteilen in einer Jauchegrube. Was? Na, warte! Okay, die kümmert sich. Die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus. Wie kann man nur so lange Selbstgespräche führen? Schon Rufus. Aber zurück zu den wichtigen Dingen. Ich muss Cletus aufhalten, Cletus. Bevor er... Cletus? Verschwindet. Wo ist er hin? Auwei. Selber an den Kontrollen rumspielen. Na. Dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen, was Klötfuß hier so angerichtet hat. Bitte nicht, Rufus. Das sollte nicht allzu kompliziert sein. Bitte nicht. Immerhin hat er das ja auch hinbekommen. Du machst's kaputt. Was ist denn jetzt los? Ein Kaun. Ach, wusste ich's doch. Nein. Stopp. Das war knapp. Aber wenn das der Countdown war, was hat Cletus dann hier gemacht? Da stimmt doch was nicht. Cletus! Hey! Cletus, was soll das? Mach auf, du Feigling! Warum sollte ich? Damit du Pfeife mir wieder in meine Pläne pushen kannst? Ich müsste verrückt sein. Ja, wie es aussieht, habe ich das ja schon. Immerhin ist es dir nicht gelungen, die Bombe zu starten. Und? Wer ist jetzt der Idiot? Hä? Du natürlich, wie immer. Ich hatte nämlich nie vor, die Bombe zu starten. Aber ich hab dich doch gesehen, wie du... Was? Ich wollte die Sprengung sabotieren, Herrgott. Ulysses Plan war der reinste Irrsinn. Ich habe die Halteklemmen blockiert. Der Organon wird nicht riskieren, die Bombe so zu zünden. Der Schaden für den Planeten wäre gering. Nur der Bombenturm würde zerstört. Und bis sie den Fehler gefunden haben, weiß der Ältestenrat längst von der Existenz der Deponianer. Du solltest mir danken. Ich habe dein Volk gerettet. Und dich leider auch. Vorerst. Mir kommen die Tränen. Du kümmerst dich doch einen Dreck um die Deponianer. Die wurden ja gerettet. Als du. Aber ich habe wenigstens kein Problem damit, das zuzugeben. Es geht mir nur um Goal. Aus irgendeinem Grunde hat sie eine Schwäche dafür, dass Deponia seine faire Chance bekommt. Und du kennst mich. Für das Lächeln einer Lady würde ich die Welt ins Verderben stürzen. Wahrscheinlich werden die Ältesten die Sprengung trotzdem durchführen. Ich hoffe es sogar. Aber das soll dann nicht mehr in meine Verantwortung fallen. Und seien wir doch mal ehrlich, mehr hättest du auch nicht für dein Volk getan, doch nicht ganz selbst eigennützig. Also, inwiefern bin ich jetzt die schlechtere Partie?
für Bol. Und was sollte mich angesichts dessen daran hindern, mit ihr zusammen nach Elysium zu gehen? Na los! Halt mich auf! Ich werde es. Tür. Versuch's doch ruhig noch einmal. Beim nächsten Mal ist sie vielleicht offen? Verdammt, er hat meine Taktik durchschaut. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Die Tür war fest verschlossen. Du Schwachkopf, was tust du? Ich schalte den Countdown wieder ein. Diesmal ein wenig knapper. Bist du verrückt? Mach das sofort wieder aus. Gerne. Ist das hier der Ausschalter? Hoppla. Ach, was bin ich heute ungeschickt. Ich wünschte, es wäre jemand hier drin, der sich damit auskennt. Aber du musst ja leider schon gehen, nicht wahr? Du miese Kanalbazille! Hey. Was hast du wieder angestellt? Mal sehen. Vielleicht kann ich die Steuerung überbrücken. Bete, dass das hier klappt. In die Freiheit. Was tust du?